Moin Moin und willkommen zu Geckos Datia. Heute dreht sich alles um Doppeltraining. Das erkläre ich euch, indem ich euch ein paar Spiele vorstelle und die natürlich auch selbst spiele. Ganz klar. Also, fangen wir direkt an. Vielleicht seid ihr auch schon wie ich, als, nennen wir es fortgeschrittener Anfänger, Amateur vielleicht, an den Punkt gekommen, wo man merkt, dass Scoring einfach nicht alles ist. Und ja, das erzählen einem im Internet alle, aber glauben möchte man es nie so wirklich, weil macht nun mal Spaß, 180er zu werfen. Und das muss man ja irgendwie ändern. Und das machen wir, indem wir drei Spiele üben. Ich werde die euch von oben nach unten erklären. Die ersten Spiele, die ich euch nenne, sind für Anfänger die einfachsten und die letzten, die ich, oder das letzte, das ich nenne, ist das, wo ich sagen würde, da sollte man als Anfänger gegebenenfalls die Finger von lassen, weil es einfach relativ schwierig ist. So, das allererste, ohne lang drum rumzureden, es ist 121. Eigentlich ganz simpel. Und auch selbsterklärend. Wir setzen uns selber den Wert 121 als Score, den wir übrig haben. Das heißt, wir spielen die runter. Und das mit einer vorgegebenen Anzahl von Darts. Und die sind komplett euch überlassen. Das heißt, wenn ihr jetzt richtig gut drauf seid, nehmt ihr 9 Darts, das ist so der Standard, den man spielt. Wenn ihr noch besser drauf seid, nehmt ihr vielleicht 6, mit denen ihr das auscheckt. Und wenn ihr einfach, wie ich vor ein, zwei Wochen, noch nicht so weit seid, dann nehmt ihr halt 12 oder 15 Darts. Und wenn ihr komplette Anfänger seid, nehmt ihr halt 18, 21. Völlig egal. Und habt ihr dann diese 121 gecheckt mit der vorgegebenen Anzahl von Darts, nehmt ihr 122, 123, 124, immer einen Punkt höher. Schafft man das irgendwann nicht mehr, fällt man theoretisch auf 121 zurück. Wenn man jetzt aber lange gespielt hat, finde ich das nicht so cool. Da kann man dann auch einfach für sich selbst entscheiden. Man fällt zum Beispiel 2 Punkte zurück, 3 Punkte zurück, auf den letzten Fünfer zurück. Wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Das ist ganz euch überlassen. Das ist bei all diesen Spielen so. Da könnt ihr komplett selber variieren, wen ihr das gerne hättet. Das ist auch das Coole daran. Und man lernt bei 121 eben auch noch Checkout-Wege. Das ist auch ganz praktisch, denn auch die braucht man, wenn man gegen andere Leute spielt. Ich spreche da aus Erfahrung. Rechnen hilft. Rechnen hilft. Und wie gesagt, die Doppel sind wirklich wichtig. Na, Kätzchen, kommst du hoch? Nein? Keine Lust? Aber zu 121 habe ich ja schon mal was erzählt. Und das Spiel ist ja schon mal erklärt worden. Also, das nächste. Around the World oder Around the Clock. Und auch dazu habe ich schon mal was erzählt, aber in einem anderen Kontext. Und zwar als Training für blutige Anfänger. Das macht man nämlich so, indem man einfach auf die großen Zahlen wirft, in der richtigen Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, bis wir schlussendlich bei der 20 und dann beim Bullseye angekommen sind, sprich der 25. Soweit, so gut. Aber auch das können wir für unsere Zwecke nochmal anpassen. Und zwar spielen wir dann einfach auf Doppel. Ganz simpel. Wir spielen einfach Doppel runter. Doppel 1, Doppel 2, Doppel 3, Doppel 4, bis zum Doppel Bullseye. Das ist deutlich schwieriger, als die großen Zahlen zu treffen, ist ganz klar, aber sorgt dafür, dass wir wirklich alle Doppel treffen. Ohne eine gewisse Vorgabe und ohne eine Möglichkeit, das Spiel zu verlieren. Das ist eben ganz gut, deswegen kann es theoretisch auch jeder Mensch spielen, auch jeder, der zum ersten Mal Pfeile in der Hand hat. Wird dann halt nur 3-4 Tage dauern. Außer ihr seid jemand mit gottgegebenem Talent. Dann Glückwunsch, ich bin's definitiv nicht. Das ist so das Spiel, das ich gerne spiele, um mich beim Vereinstraining warm zu machen, weil ein Durchgang bei mir dauert auch gut mal eine Viertelstunde. Ne, vielleicht sogar einen Ticken länger, je nachdem wie gut ich drauf bin. Und dann ist man danach relativ warm geworden und hat das ganze Board einmal abgedeckt. Ebenfalls so ein Ding, man lernt eben Coverage. Also man muss jedes Doppel treffen und früher oder später kommt es halt auch zu dem Punkt, wo ihr in dem Spiel seid und ihr möchtet euch gerne Doppel 20 stellen, habt vielleicht 47 Rest, werft auf die 7 und trefft die 19. Ja, und dann stehen wir da. Und dann müssen wir überlegen. Ne? 28 Rest, Doppel 14. Aber scheiße jetzt hier. Und die muss dann sitzen. Und trifft man die nicht, trifft man vielleicht ins Feld, dann haben wir Doppel 7 left. Und dann ja, man kann sich jedes Mal umstellen. Von Doppel 14 kann man sich auf Doppel 10 stellen oder auf Doppel 8. Aber das kostet jedes Mal einen Dart. Und manchmal ist man eben darauf angewiesen, schnell auszuchecken. Die Katze läuft auf meinem Rechner rum. Also auf meiner Tastatur. Uncool. Und deswegen, so lernt ihr eben jedes Doppel. Und auch das Spiel habe ich euch eben schon mal erklärt oder schon mal vorgeführt. Und das letzte Spiel, das ich auf meiner Liste habe oder auf meiner Agenda für den heutigen Tag, ist das neueste Spiel, das ich selber in meinen Trainingsplan aufgenommen habe. Mein Trainingsplan beläuft sich momentan auf einen Tag Checkout, einen Tag Scoring, einen Tag Checkout, einen Tag Scoring.
Habe ich da keinen Bock drauf, dann schiebe ich das einfach so zurecht, wie ich möchte. Ich bin schließlich nicht Michael Smith, der für die PDC trainiert, sondern ich bin einfach nur ein Typ, der Dart spielt. Und deswegen mache ich die Sachen, die mir Spaß machen. Generell hilfreich, ne? Muss ich ja hier nicht quälen. Also, was ist das letzte Spiel? Bob's 27. An der Stelle Grüße an Casual Darts, der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bei dem habe ich das Video gesehen, über das Spielchen. Hey, du bist ja doch da. Und das ist das erste Spiel, was ich sagen würde, ist für Anfänger nicht so gut. Also für blutige Anfänger. Ich bin schließlich selber ein Anfänger, aber ihr wisst, was ich meine. Für Leute, die erste Woche spielen oder so. Und das liegt daran, dass man eben verlieren kann. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man im Trainingsspiel verlieren? Geht. Und zwar, wir setzen uns den Score 27. Wir haben 27 Punkte. Die haben jetzt nichts mit dem Checkout zu tun, den wir spielen. Wir haben einfach 27 Punkte. Und werfen dann in der Reihenfolge wie bei Around the World auf die Doppel. Sprich 1, 2, 3, 4, 5. Treffen wir die Doppel 1 nicht, wird uns der Score abgezogen, den wir nicht geworfen haben. Wir haben dafür 3 Darts Zeit, 1 Set. Das heißt, wir treffen sie nicht, dann verlieren wir 2 Punkte. Doppel 1, 2 Punkte. Treffen wir sie, kriegen wir 2 Punkte. Für jeden Dart, den wir treffen. Treffen wir alle 3 Darts, kriegen wir 6 Punkte. Und ihr merkt schon, wenn wir jetzt jedes Mal Punkte verlieren, Doppel 1 verlieren wir 2 Punkte, Doppel 2 verlieren wir 4 Punkte, Doppel 3 verlieren wir 6 Punkte, dann ist bei der Doppel 5 Schluss. Denn dann sind die 27 Punkte weg, wenn wir vorher nichts getroffen haben. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr jetzt ein blutiger Anfänger seid und einfach kein gottgegebenes Talent habt, wie nun mal fast alle von uns, also wie fast alle von uns das nicht haben, dann lasst da die Finger von, spielt lieber ein bisschen 121, spielt lieber ein bisschen Around the World, das könnt ihr nicht verlieren. Oder ihr wollt euch eben das antun und seid frustresistent und dann spielt ihr einfach Bob's 27. Aber das ist so mein Tipp. Und ich selber tue mir schon schwer, in Durchgängen in den mittleren zweistelligen Bereich zu kommen. Also Doppel 12, Doppel 13, Doppel 14, da wird dann schon wirklich eng bei mir, ne? Dass ich da hinkomme. Also, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Es gibt noch viel mehr Spiele und ich werde auch noch viel mehr Spiele vorstellen in der Zukunft. Im Moment wechsle ich mich ab. Alle 2 Wochen gibt es ein Trainingsvideo, in der Woche dazwischen gibt es ein Review. Jeden Freitag gibt es ein neues Video. Wenn ihr also Bock habt, dann bleibt gerne ein bisschen hier, guckt euch um. Vielleicht gefällt euch der Kanal ja sogar so, dass ihr ihn abonnieren möchtet. Würde mich sehr freuen. Ja, ganz einfach. Wir wachsen zusammen, wir lernen zusammen Dart. Freut mich sehr, wenn ihr dabei bleibt. Und auch dafür schon danke übrigens, in der letzten Woche haben sich meine Abonnentenzahlen mal eben verzehnfacht. Vielen Dank dafür, es ist mir wirklich eine Freude. Deswegen werfe ich auch ab und an mal ein paar Videos dazwischen, einfach um mich ein bisschen zu bedanken, wie der Dartboard-Halter, den ich gebaut habe, nach der Anleitung von Ollis Dartgarage. Das sind Videos, die nicht in meinen normalen Zeitplan einfallen, deswegen gibt es auch gerne mal 2 Videos in der Woche. Und jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Doppellernen, lasst eure Meinung zu meinen Aussagen in den Kommentaren da und es war mir wie immer eine Freude für euch da zu sein. Bis zum nächsten Mal, habt einen wundervollen Tag und good darts. Ciao. Doppel 7.
einer. Noch nah dran, aber noch war noch zugebaut leider.